glaube, ich war so nervös, dass ich da gar nicht mich mehr dran erinnern kann. Also das ist jetzt okay, wenn ich die Szenen halt sehe. Selbst dann erinnere ich mich nicht, dass ich das selber mal live erlebt habe, aber ja, ist natürlich schon irgendwie cool zu sehen. Es war nicht kalt, das war arschkalt an dem Tag, ey. Spielt auf die halblinke Seite zu Marcel Schmelzer. Großkreuz, schöner Doppelpass. Schmelzer bricht durch über den linken Flügel, wird verfolgt von einem Freiburger. Die Flanke kommt rein, der Kopfball aufs Tor! Ja, cool. Erste große Titel mit Borussia Dortmund. Ich wusste gar nicht, dass ihr damals mit auch in der Kabine wart. Ah, hinten im Pool wart ihr nicht mit gewesen, zum Glück, glaube ich. Ja. Götze am 5-Meter-Eck, Götze quergelegt, Bender. Und dann ist da das Tor! Das Tor durch Marcel Schmelzer, sein erstes überhaupt in der Fußball-Bundesliga. Premierentreffer! Wenn Manni den Ball so zurücklegt, habe ich mir gedacht, es kommt nur einmal vor in der Zeit, wo wir zusammen spielen. Ja, das muss ich dann auch verenden. Ja, aber da ich mit rechts mein erstes Tor schieße, habe ich auch nicht gedacht, ne? 23. Minute, Freistoß Schmelzer und der kommt gut! Und der ist drin! Ich glaube, Bayern hat da in der 90. oder so noch das Spiel gewonnen. Dadurch waren wir noch nicht Meister oder so. Aber so war es am Ende natürlich cooler. Außer, dass ich nach dem Spiel zur Dopingkontrolle musste und nicht mitfeiern durfte. Aber jetzt sehen wir Reus vor Bayern Weidenfeller und Schmelzer auf der Linie. Das Video brauche ich nochmal. Ich möchte das Marco gerne zeigen, bitte. Jetzt 25 Meter. Rechter 16er-Knick. Zieht zur Grundlinie, Götze. Flanke in die Mitte. Iker Casillas mit einer Faust. Schmelzer! Schmelzer nimmt den Ball direkt! Tor! 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 Ah, Levi hat mir da gerade noch gesagt, dass er den Ball auch noch berührt hat, dass es eigentlich sein Tor ist, aber nein. Aus 16 Metern halblinke Position! Eine Minute! Ich glaube, ich war auch der Einzige, der so eine riesen Maske hatte beim Nasenbeinbruch. Einwurf, Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor für Borussia Dortmund, 3:2. Schmelzer, jawohl, geiles Ding, Junge, und es ist vorbei. Also was wir da in den Jahren für eine Zeit zusammen verbracht haben und Erfolge gefeiert haben, das war echt was ganz Besonderes. Es gehört halt auch zum Fußball zu. Natürlich ist es ein absolutes Highlight für jeden Spieler, irgendwann mal in einem Champions-League-Finale zu spielen. Am liebsten hätten wir es natürlich auch noch gewonnen. Ich glaube, dann hätten wir komplett unsere Ära da mit unseren Jungs halt so vergeudet. Irgendwie sollte es nicht sein, das gehört halt auch zum Fußball dazu. Immer wieder schön halt die Mannschaft auch aufs Feld zu führen. Ich denke, das ist ein sehr großes Privileg und ich bin auch sehr stolz darauf, Kapitän dieser Mannschaft, in dieses Verein zu sein. Ein schöner Moment nach so vielen Jahren, die wir in Finalspielen standen und die nicht gewinnen konnten. Und das war jetzt absolut ein Highlight für jeden Einzelnen, die das noch nicht erlebt hatten, mit Borussia Dortmund einen Titel zu gewinnen. Für Marco besonders hat es mich sehr gefreut. Natürlich schon was Besonderes, dann für die Arbeit, die du das ganze Jahr da reingesteckt hast, auch so belohnt wirst. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber so in diese
richtig krassen Momente, das ist echt schwer, das so nochmal empfinden geht, aber so zu Revue passieren zu lassen, halt, ne? was du da gedacht hast oder so, das ist einfach, da denkt man nichts, das ist halt einfach eine Leere, und wenn man sich dann halt selbst sieht, dann erinnert man sich erst wieder an das, was passiert ist.